Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerletzten Video in 2019. 2019 war für mich ein sehr anstrengendes Jahr, ein sehr herausforderndes Jahr. Auch jetzt nochmal zum Jahresende hin sehr stark, weil ich auch wie im letzten Jahr wieder die Rauhnächte begehe, die ja so im Jahresübergang sind. Es sind 12 heilige Nächte, die jeweils für den neuen Monat im neuen Jahr stehen. Und die sind sehr, sehr intensiv. Da bin ich sehr, sehr bei mir, da träume ich sehr intensiv, da hinterfrage ich nochmal einiges, da kommen viele Gefühle hoch. Es kommen auch nochmal Dinge hoch, die ich mir noch nicht so angeguckt habe, die ich noch verarbeiten muss, weil ich sie auch im alten Jahr zurücklassen möchte. Und das mache ich aber jetzt gerne, weil man muss durch Gefühle durchgehen, um sie loslassen zu können. Und das ist jetzt gerade bei mir an der Zeit. Für euch aber, vielleicht habt ihr in diesem Jahr zum allerersten Mal mit mir hier meditiert. Vielleicht habt ihr hier eine Meditation von mir gemacht oder euch irgendein anderes Video von mir angesehen. Vielleicht habt ihr einen Audiokurs von mir gemacht. Vielleicht habt ihr mein E-Book gelesen. Findet ihr auch alles in der Infobox verlinkt. Vielleicht seid ihr auch bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen dabei. Wenn nicht, kann ich euch das sehr empfehlen. Auch dazu der Link zur Anmeldung unten in der Infobox. Vielleicht hattest du ein sehr stürmisches Jahr. Vielleicht wünschst du dir Veränderungen in 2020. Vielleicht möchtest du wieder mehr bei dir sein, mehr auf dich achten, dir wieder mehr Zeit für dich nehmen, dir etwas Gutes tun. Transformation und Veränderung braucht Zeit und braucht Führung. Und vielleicht habt ihr schon einen guten Grundstein jetzt in diesem Jahr gelegt. Und jetzt könnten wir den nächsten Schritt machen in 2020 zusammen. Hin zu tiefer Transformation, zu tiefer Veränderung, darum, dass du als Mama und als Frau wieder gelassener sein kannst, entspannter sein kannst, wieder mehr bei dir sein kannst, selbstbewusster sein kannst. Und für mich ist dazu ein sehr, sehr, sehr zentrales Thema Selbstliebe. Und Selbstliebe ist dann für dich ein wichtiges Thema, wenn du vielleicht glaubst, dass du nicht gut genug bist. Wenn du dich sehr oft mit anderen vergleichst, wenn du alles direkt persönlich nimmst und dich auch schnell angegriffen fühlst, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, wenn du dich mit deinem Aussehen, wenn du mit deinem Aussehen nicht zufrieden bist. Und wenn du dich aber intensiv mit dir, mit deiner Selbstliebe beschäftigst und auseinandersetzt, dann bist du zum einen natürlich ein großartiges Vorbild für deine Kinder, wenn es darum geht, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Selbstliebe stärkt aber auch dein Selbstvertrauen und deine innere Stärke. Und wenn wir uns selbst lieben, sind wir natürlich auch attraktiver für andere. Wir sind emotional stabiler, wir sind erfolgreicher in jeder Hinsicht. Selbstliebe macht uns auch großzügig und macht uns tolerant und wir tun uns natürlich selbst etwas Gutes damit, wenn wir uns selbst mit uns und unserer Selbstliebe beschäftigen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du dich selbst liebst, machst du deinen Selbstwert, dein Wohlgefühl nicht mehr von anderen abhängig, nicht mehr von der Meinung anderer abhängig, sondern du selbst gibst dir dieses Wohlfühlgefühl und du selbst gibst dir all die Liebe, die du brauchst. Und es ist all das in dir, wir müssen es nur wieder zum Leben erwecken. Und genau deswegen starte ich direkt im Januar mit diesem Thema in meinem ersten Gruppencoaching im neuen Jahr. Das Gruppencoaching im Januar wird das Thema Selbstliebe haben. Und wir werden uns 4 Wochen lang in kleineren Coaching-Gruppen von 3 bis 4 Mamas mit diesem Thema beschäftigen. Ihr bekommt Übungen von mir, Input, Meditationen und seid darin völlig frei, wann ihr das für euch macht, ob ihr euch jeden Tag 5 Minuten hinsetzt, bei euch 2-3 Mal die Woche 15 Minuten hinsetzt. Das ist dann völlig euch überlassen, wie ihr das in euren Mama-Alltag einbauen könnt. Und wenn ihr weitere Infos zum Gruppencoaching haben möchtet, wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses Video oder kontaktiert mich irgendwo auf einem anderen Wege, auf Instagram, auf WhatsApp, wo immer ihr wollt. Und dann schicke ich euch weitere Infos dazu, vor allen Dingen auch, wenn ihr Fragen habt, fragt sehr, sehr gerne. Und dann würde ich mich sehr freuen, mit euch in 2020 den Weg zu gehen, hin zu tiefer Veränderung, tiefer Transformation, um 2020, und das wünsche ich mir und das hoffe ich mir und daran glaube ich ganz fest, dass 2020 ganz, ganz viele Wunder auf mich warten, ganz, ganz viel Glück,
Freude und Liebe auf mich wartet und hoffentlich auch auf euch.